herzlich willkommen bei Alexander von Eich hilft. Nachdem Familie Erdmann beim letzten Mal auch wegen ihres Äußeren keinen guten Eindruck auf die Wohnungsmaklerin machen konnte, hat sich von Eich entschieden, mit den Erdmanns eine professionelle Visagistin aufzusuchen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie sehr herzlich. Sie. Mein Name ist Alexander von Eich. Danke, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Wir helfen der Familie Erdmann, also ich helfe der Familie Erdmann, zurück ins Leben zu finden. Es hat ein paar Schicksalsschläge gegeben, hier und da selbst verursacht. Im Großen und Ganzen ist die Lage nun mal so, wie sie hier ist. Nun würden wir gerne die Dame der Schöpfung einer kosmetischen Generalüberholung durch ihre wertvollen Hände unterziehen. Ja, gerne. Gut. Dann schreiten wir voran. Genau. Da von Eich Udo und Enrico für hoffnungslose Fälle hält, beschränkt sich sein Engagement erstmal auf Bärbel und Marina. Ich sage nur, weil ich gerade die grünen Vorhänge sehe. Die Farbe grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Genau. Und Hoffnung ist es, was wir hier in beiden Fällen brauchen. Super. So, Sie schminken sich immer so? Ja. Ja. Mhm. Also ich werde es jetzt abwaschen, dann werde ich sie vorbereiten, dass wir halt eben Make-up da drauf tun können. Mhm. Ja? Okay. Gut, aber nicht zu viel erwarten, Marina. Nee? Das ist keine Zauberei hier, das ist Handwerk. Also du kommst hier nicht jetzt als Cindy Crawford raus, ne? Also man kann ja auch nicht aus einer Cola-Dose eine Ming-Vase zaubern. Na, sicherlich nicht, aber man kann es doch irgendwie so, dass man das halt eben nicht auf 10 Meter Entfernung sieht. Ja, und so? Dass wenn man erst näher herantritt, ja, dass man genau. Dann sieht, es ist ein einfaches Mädchen. Das ist schon interessant, dass man gleich sieht, aus welchem Stall jemand ist, ne? Dass das Antlitz einer Stephanie von Monaco ein völlig anderes ist als das von Marina Erdmann. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall. Nicht dieses Lächeln, nicht dieses Lachen. Guck ganz normal. Schau, wie du manchmal schaust, wenn du in das Zimmer deines Bruders trittst. Schau so. Ja, das ist schön, dieses Leidende. Also so würde ich sie auf die Menschheit loslassen. Ja, das sagen Sie ganz richtig. Von Eich ist zufrieden. Doch die wahre Herausforderung steht der Visagistin noch bevor. Gut, bei der Bärbel, da ist natürlich noch einiges zu tun. Nicht? Da muss man natürlich noch viel kräftiger hinlangen als bei der Marina. Man denkt natürlich, wenn man vor dieser Dame steht, irgendetwas stimmt nicht. Und natürlich führt man es sofort auf den Stall, auf die Herkunft zurück. Und man denkt, ja, das ist der Stallgeruch. Aber Sie haben völlig recht, es sind auch die Farben. Jetzt aber wirklich mal widersprechen. Es hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Stallgeruch zu tun. Das finden wir auch bei anderen Damen. Also wenn Sie sich Gräfin von Thorn und Taxis anschauen, die auch noch... Ja, die wahrscheinlich nicht. Ja, die hat auch ihre Hofberater oder ihren Hof... Oder Marlene zu Wartenburg. Das ist eine ältere Dame, wunderschön. Will ich gar nicht also widersprechen. Also das ist natürlich die Veranlagung. Ne? Mhm. Die Menschen niederer Schichten ernähren sich ja auch ganz anders. Ja. Also hier werden... Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Eine Stulle. Nicht eine Stulle. Ja. Was hast du gestern zu Abend gegessen, Bärbel? Was hast du zu Abend gegessen gestern, Bärbel? Eine Stulle. Wieder eine Stulle. Und das ist eine sehr eintönige Nahrung, die sich natürlich irgendwann auch im Gesicht zeigt. Nicht? Das ist ein Stullengesicht. Ja, gut. Ich mache jetzt hier genau das Gleiche wie bei der Marina. Ich werde es erstmal ein bisschen abwaschen. Bärbel, du hast sehr trockene Haut. Ja. Das ist die Stullen. Du machst auch... keine Creme? Mm-mm. Die Stullen entziehen dem Körper ja Wasser. Ja. Hier ist der Zug doch abgefahren. Nein, da kann man immer noch was reparieren. Wirklich? Wenn sie ihren Lebenswandel also weniger Stullen lässt. Ja, ein bisschen gesündere Nahrung, ein bisschen mehr Wasser. Denn wir bestehen ja zu 70% aus Wasser. Also ist das, was der Körper am meisten braucht. Und die Stullen entziehen ja das Wasser. Ja, sag ich ja. Gibt es bestimmte Make-up-Töne, die man anwendet, wenn, wie im Falle von Bärbel und Udo, der Sex nicht mehr funktioniert? Ja, ihr kennt das. Hier geht's zum nächsten Clip, da was ganz anderes und hier abonnieren. Das ist im Grunde der alte Stiefel.